Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, und zwar um Ernährung, um das Dauerstreitthema Ernährung. Weil ihr wisst es selbst, die einen sagen das, die anderen sagen das. Wobei ich glaube, diejenigen von euch, die meinen Kanal schon öfters aufgesucht haben und mich auch schon öfters gehört haben, wissen genau, was für eine Ernährungsrichtung ich empfehle und von der ich weiß, dass sie wirklich sehr, sehr gesund ist. Aber heute geht es eigentlich darum, warum wird da immer noch so viel gestritten und vor allen Dingen, warum wissen Ärzte so wenig darüber? Schon 1903 hat Thomas Edison, Erfinder der Glühbirne, geschrieben, dass der Arzt der Zukunft im Übrigen keine Medikamente mehr verschreiben wird, sondern dass er seine Patienten über die richtige Fürsorge durch Ernährung zur Vorbeugung und aber auch zur Heilung von Krankheiten aufklären werde. Schon die Ärzte im alten China wurden danach beurteilt, wie gut sie durch Aufklärung das Krankwerden ihrer betreuenden Personen verhindern konnten. Leider sind wir heute von diesem Ideal immer noch weit, weit entfernt. Die durchschnittliche Dauer im Übrigen, in der Hausärzte mit ihren Patienten über Ernährung sprechen, beträgt etwa 10 Sekunden. Fatalerweise oft noch von einem Lächeln begleitet. Selbst heute spielt das Wissen, wie man mit Ernährung gesund bleiben kann, im Medizinstudium so gut wie keine Rolle. Demgegenüber betragen aber die Ausgaben weltweit für Medikamente im Übrigen jährlich über 1 Trillion US-Dollar. Das ist neben OPs das Pferd, auf das die Medizin heute setzt. Realisieren Sie die Folgen: Krebs, Herz-, Kreislauf- und Autoimmunerkrankungen, Diabetes und andere nehmen massiv zu. Vordergründig scheint die Lebenserwartung, die noch nie so hoch war wie heute, dieser modernen Medizin recht zu geben. Doch wenn man etwas hinter die Kulisse blickt, stellt sich die Wahrheit doch ein wenig anders dar. Die gewonnenen Extrajahre sind meist keine gesunden. Und das ist auch der Grund, warum junge Leute auf die Frage, wie alt sie werden möchten, oft antworten: Ja, bloß nicht über 70, dann leiden doch nur noch alle. Wir leben also länger, sind aber kränker. Und bereits seit 2005 mehren sich die Hinweise, dass die heutige Jugend ein kürzeres Leben führen wird als ihre Eltern. Ärzte, die entsprechend ausgebildet sind, wissen, dass bei der Entstehung der meisten heutigen Krankheiten ungeeignete Ernährung eine Riesenrolle spielt. Seit etwa 70 Jahren nimmt der Anteil aber der tierischen Produkte und der industriell verarbeiteten Nahrungsmittel in unserer Ernährung extrem stark zu. Wie eingeschränkt muss man wahrnehmen, um diese Zusammenhänge nicht zu erkennen, bitteschön? Die Situation ist unglaublich. Beispielsweise wurde vor einigen Tagen eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass der gefürchtete Altersdiabetes, also Alterszucker, durch Veränderung des Lebensstils, also Ernährung, Bewegung, möglicherweise geheilt werden könnten. Ja, welch Neuigkeiten! Für mich als Ernährungsmedizinerin und auch für dich als Hörer dieser oder Seher diese YouTube-Videos, für euch ist es lange nichts Neues, für die Schulmedizin aber eine Sensation. Der Grund dafür ist klar. Wir Ärzte lernen in unserem Studium nichts über Ernährung. Dafür gibt es nämlich die Ernährungswissenschaften. Diese sind aber sehr zurückhaltend bei den medizinischen Auswirkungen auf Gesundheit oder Krankheit. Ein Unding, finde ich. Denn 50 Millionen Zellen erneuern sich sekündlich in uns. Die Baustoffe dazu liefert unsere Ernährung. Wollt ihr ein stabiles, unverwüstliches Haus erwerben und dann es mit billigstem, ungeeignetem Material wieder renovieren? Sicher nicht. Und genauso ist es mit unserem Körper, dem einzigen, den wir in diesem Leben haben. Gönnt euch bitte nur das beste Baumaterial. Und das ist vollwertige pflanzliche Ernährung. Probiert es einfach aus. Reduziert so weit wie möglich die tierischen Produkte auf ein mögliches Minimum halt und beobachtet genau, was passiert. Und wenn es euch besser geht, ihr euch energiegeladener fühlt, vielleicht das eine oder andere Wehwehchen, das ihr habt, einfach so verschwindet,
dann wisst ihr warum. Und dann kann euch auch niemand mehr irgendwas anderes erzählen, beispielsweise wie gesund Steinzeitdiät oder Paleo-Diät sein sollte, wo nämlich so viel und so ein hoher Anteil auch an tierischen Bestandteilen da sind. Die sind einfach nicht wirklich gut. Und zu diesem Thema kommen bestimmt noch ganz, ganz viele Videos. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann freue ich mich über den Daumen natürlich nach oben. Jedes Mal freue ich mich im Übrigen wieder. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Neue Vorschläge, Fragen, einfach unten rein in den Kommentar schreiben. Ich werde demnächst auch wieder FAQs beantworten, sodass ihr dann auch eure Fragen natürlich dann auch beantworten bekommt und ja, ihr noch mehr von diesem Kanal habt.